Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Montagvormittag hier im 9. März. Es grüßt die Christian Kämmerer und wir schauen auf den DAX, auf den Verlauf des beliebtesten Underlyings hier in europäischen Gefilden. Und wir sehen, dass der DAX relativ gut wegkam im Zuge der Korrektur hier vom Freitag. Non-Farm Payrolls stecken hier noch im Index, aber diese relative Stärke, die wir auch am Freitag schon aufzeigten, ist schon sehr einzigartig. Wir werden das mal hier im Wochenchartintervall kurz mal unterstreichen. Und zwar holen wir uns jetzt hier mal den Dow Jones einfach mal vergleichsweise auf den Schirm, um es sozusagen mal hier in einen Einklang zu bringen. Und da sehen wir hier auch diese Outperformance im Bezug hier dieser Divergenzentwicklung. Wir sehen, der DAX schießt hier empor, höher und höher. Und der Dow Jones im Zuge der Zinsanhebungsängste kommt so ein bisschen ins Stocken. Ganz interessant derzeit. DAX, wie gesagt, ja heute schwach in den Markt gestartet. Es ging hier zunächst deutlich nach unten, aber hier Bereich 11.480 Punkte. Wie gesagt, Supportbereich hier genügte im Zuge dieser Stauzone hier vom Donnerstag, um hier größere Verluste sozusagen zu verhindern. Idealtypisch wäre hier durchaus ein Rücksatz verbissen im Bereich 11.450 Punkte gewesen. Vielleicht kommt er ja auch noch, weil hier haben wir definitiv eine tragfähige Unterstützungszone, um den DAX hier wieder nach oben zu hieven. Denn generell gilt, wir haben hier eine sehr, sehr starke Phase im Index und diese dürfte ja auch unter saisonalen Aspekten durchaus weitergetragen werden können. Wir schauen uns kurz auf den, oder schauen jetzt kurz mal auf den Tageschart zuvor, bevor wir nochmal den Stundenchart analysieren. Hier die Annahme eben, dass wir das Niveau von 11.600 Punkte knacken. Dieses Niveau hier, diese obere Trendlinie, wurde schon präferiert. Wir haben tatsächlich hier mit einem Hoch am Freitag von knapp 11.600 Punkten hier in der JFD-Indikation dieses Level touchiert. Insbesondere auch diese deckelnde Aufwärtstrendlinie des Kanals touchiert. Ja, seit zuletzt hier Ende Januar, jetzt dann hier Anfang März nochmal eine Bestätigung. Die Divergenzen, die ich damals aufzeigte, sind nach wie vor existent. Und das ist auch das, was den Markt so ein bisschen ein bisschen in Gefahr bringen könnte. Wir sehen hier den Oszillator RSI 14, der sich hier mit klaren Divergenzen zeigt. Und das ist natürlich eine Situation, die hier zur Vorsicht mahnt. Jeweils neue Hochs, neue Allzeithöchststände konnte hier der Oszillator nicht nachvollziehen. Das ist eine gewisse Warnlampe, die hier aufleuchtet, aber definitiv noch kein Grund zur großen Sorge, denn solche Oszillatoren können auch lange Divergenzen aufzeigen, können auch in Extrembereichen, wie eben hier der DAX im Überkaufbereich, notieren und dennoch geht die Rallye hier gnadenlos weiter. Die Annahme aber, dass wir uns hier erstmal den Kopf stoßen, scheint sich erstmal zu bewahrheiten mit der heutigen Eröffnung und es könnte durchaus hier noch einen Rücksetzer bis 11.350, 11.400 geben. Dann werden wir hier im Bereich dieser Aufwärtstrendlinie seit Mitte Februar, Schrägstrich vielmehr Anfang Februar, und das wäre ein gutes Level, um hier dann wieder nach oben aufzudrehen. Das muss man definitiv sehen. Wir haben, wie gesagt, saisonale Unterstützung seitens der kommenden Tage. Jetzt mal aufrufen hier beim DAX. Schiebe ich ihn gleich mal rüber. Jetzt ist gerade geschlossen, das Fenster. So. Wochentag heute, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber hier saisonal leichte Rücksetzer und dann hier der Monat März bis zum Ende rein saisonal mit ganz klarem Rückenwind. Also insofern hier der europäische Sektor nach wie vor zu bevorzugen, auch wenn der amerikanische schwächelt. Das könnte sich hier durchaus so darstellen, dass Amerika RC seitwärts abwärts tendiert, hingegen Europa hier unverändert nach oben prescht im Zuge der Quantitative Easing-Maßnahmen eben von der EZB. Montag selbst aber zum DAX. Wir haben aktuell einen schwachen Tag, schwarze Kerze. Wir haben hier rein statistisch Montag nur 47% positive Schlusspreise. Das heißt, es könnte hier so bleiben, Schrägstrich könnte auch weitere Verluste geben. Der Freitagswert, wir wissen das, wir standen hier schon nahe von 35%, ist mittlerweile hier auf dem Wege der Besserung. Wir haben jetzt hier in Anführungszeichen nur noch 41% negative Schlusspreise während der letzten 52 Wochen, weil eben die vergangenen Freitage positiv waren. Ja, das unterstreicht eben auch, dass solche statistischen Tagesrelevanzen natürlich hier keine Blaupause für die zukünftige Entwicklung sind. Aber es gibt eben Tendenzen, die hier sich dann ableiten lassen. Nach den schwachen Freitagen der letzten Wochen, Monate, ist es nunmehr so, dass wir hier in den letzten Freitagen durchaus positive Schlusspreise gesehen haben, die den Wert hier nach oben trieben. Letztlich dennoch Freitag unverändert ein Tag, an dem man hier unter Umständen Short-Engagements pflegen sollte. Hingegen hier Donnerstag klar weiterhin der bullische Tag schlechthin. Und insofern das zur Wochentagsstatistik. Jetzt hier
vielleicht heute noch weitere Rücksätze, auch im Zuge, dass die US-Indizes nochmal einen Verschnaufer nach unten machen. Die scheinen mir hier noch nicht fertig zu sein. Dann könnte sich hier, wie gesagt, an dieser Trendlinie, und das ist ein ganz, ganz interessanter Bereich für alle DAX-Trader, 11.350, 11.400, um hier wieder aufzuspringen und hier das eigentliche Ziellevel dann oberhalb von 12.000 anzusteuern. Das ist nach wie vor möglich, es sei denn, wir knicken hier signifikant, und das ist durchaus eine Marke, die man auf dem Schirm haben sollte. Das hatten wir auch am Freitag präferiert in der größeren Analyse auf der Gottmod Trader Startseite für von JFD Brokers über den DAX, nämlich hier Preise unter 11.192 Punkten. Das wäre dann hier im Sinne des grauen Szenarios durchaus eine Möglichkeit, dass wir hier über Tage hinweg stärkere Rücksetzer sehen. Aktuell noch nicht ableitbar, vielmehr ist aktuell das bullische Szenario weiter zu präferieren, also weiter gen Norden, bis es eben hier deutlichere Verkaufskerzen, deutlichere Verkaufssignale gibt. Ja, insofern bleiben die Bullen ja weiter am Zug. Es sei denn, es geht eben unter 11.192, da muss man dann durchaus schon aufpassen. Gehen wir kurz aber mal auf den Stundenchart ein, der heute hier zum Wochenauftakt mit dieser Anfangsschwäche daherkam. Rücksetzer hier, wie gesagt, 11.480, kommt es hier zu Rücksetzer bis 11.450 im Intraday-Bereich. Das wäre hier ein Ideal-Level, Schrägstrich 11.400. Das ist eben auch die Zone, die wir auch hier am Tagesschart gesehen haben. Das soll heißen, wenn der DAX in diese Niveaus eintaucht, dann sind das hier durchaus interessante Levels, um auf eine Wiederaufnahme zu spekulieren. Ja, zeigen hingegen die Bullen allen Bären sozusagen das Hinterteil, dann könnte sich auch hier mit einem Anstieg über hier die Stundenkerze von 9 Uhr, 11.580 Punkte wäre das, wenn wir hier direkt hochgehen, dann haben die Bullen hier sicherlich sofort wieder das Heft in der Hand und dann dürfte es hier rasch Richtung 11.6 gehen. Das muss man ganz klar sehen. Das heißt, wenn hier die Schwäche vom Freitag und hier die vorbürstliche Aufbauschwäche gecovert wird hier von den Bären, von den Bullen vielmehr, dann muss man sagen, wenn es hier über 11.530 geht, haben wir hier eher neue Hochs zu erwarten. Aber für den heutigen Tag, wie gesagt, ich mache den Fall mal gestrichelt, das ist Plan B. Für den heutigen Tag scheinen mir aber vielmehr eher eine Seitwärtsgeschichte, Schrägstrich eben hier Rückläufer bis 11.450, vielleicht sogar 11.400. Der bessere Verlauf, um hier dann eben an weiteren Performance-Möglichkeiten auf der Oberseite zu präferieren. Das ist klar, das ist das präferierte Szenario. Und unterhalb von 11.350, man muss dem Ganzen natürlich auch einen Spielraum ein Stück weit lassen, ja, Spikes inklusive, unterhalb von 11.350, 11.300, da wird es dann schon ein bisschen kritisch, weil dann hätten wir hier oben schon so eine kleine Top-Bildung, so eine kleine Umkehr. Möglichkeit, wenn es wirklich so tiefe Rücksetzer geben sollte, aber die sind aktuell, wie gesagt, nicht zu sehen, sollten sie kommen. Wir werden das hier in JFD Live Trading bewerten und begutachten. Ansonsten wäre ich jetzt hier eigentlich erstmal fertig mit der DAX-Beschau. Chancen, Risiken, wie gesagt, aktuell kurzfristig weitere Risiken auf der Südseite. Es sei denn, wir gehen hier über das Hoch der 9 Uhr Kerze raus, dann haben die Bullen direkt wieder Chancen Richtung neuer Allzeithochs. Bis dahin warten wir erstmal ab, was passiert. Wir werden heute Abend wieder dann aber erst gegen 19.30, 19.45 eine Beschau der US-Märkte machen und dann auch nochmal den DAX beleuchten im Sinne der nachbörslichen Indikationen, wie er sich bis dahin entwickelt hat. Ansonsten gibt es nachher noch im Stream einen kleinen Rohstoffcheck, eine kleine Analyse dahingehend. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch da einfach vorbei. Ansonsten sage ich jetzt erstmal danke fürs Einschalten und bis später, Ihr Christian Kimmerer. Ciao dabei und viel Erfolg am heutigen Handelstag.